Herzlich willkommen zur Unterrichtseinheit 32 des Programmierkurs Java. Thema dieser Unterrichtseinheit ist das dynamische Binden von Methoden. Diese Unterrichtseinheit hängt sehr stark zusammen mit der Unterrichtseinheit 31, wo wir uns ja mit der Polymorphie auseinandergesetzt haben. Die Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert, dass ich zunächst definieren werde, was dynamisches Binden ist. Dann verdeutliche ich an einem Beispiel das Prinzip. Es folgt ein weiteres Beispiel, bevor ich dann auf einzelne spezielle Aspekte des dynamischen Bindens eingehen werde. Danach werde ich die Vorteile des dynamischen Bindens in Zusammenhang mit der Polymorphie herausstellen und diese Vorteile nochmal an einem etwas größeren Beispiel, nämlich dem Tic-Tac-Toe-Programm, verdeutlichen. Die Unterrichtseinheit schließt wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung. Was ist dynamisches Binden? Unter dynamischem Binden versteht man die Zuordnung eines Methodenrumpfes zu einem Methodenaufruf erst zur Laufzeit. Das heißt, wenn ich irgendwo für ein Objekt eine bestimmte Methode aufrufe, wird erst zur Laufzeit ermittelt, welche Methode von irgendwie einer Menge gleichartiger Methoden denn wirklich ausgeführt wird. Und es gilt, beim Aufruf einer Instanzmethode über eine Objektvariable wird diejenige Methode ausgeführt, die der Klasse des referenzierten Objektes zugeordnet ist. Das ist oder kann sein eine überschriebene Methode. Überschriebene Methoden sind ja in dem Sinne gleichartig, dass sie dieselbe Signatur besitzen. Die Relevanz des dynamischen Bindens ist die Laufzeit. Zur Erinnerung, die Relevanz der Polymorphie war ja die Kompilierzeit. Wie grenzt sich das dynamische Binden jetzt vom statischen Binden ab? Was bedeutet statisches Binden? Beim statischen Binden von Methoden erfolgt die Zuordnung eines Methodenrumpfes zu einem Methodenaufruf bereits zur Laufzeit. Das heißt, bereits der Compiler kann feststellen, wenn für ein Objekt eine Methode aufgerufen wird, welche Methode denn tatsächlich ausgeführt wird. Das ist statisches Binden. Das alles möchte ich jetzt an einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben hier eine Klasse A mit einer Instanzmethode print und eine Klasse B, die von A abgeleitet ist, und diese Klasse B überschreibt diese Methode print. Jetzt haben wir hier ein Programm. In diesem Programm wird eine Objektvariable Objekt 1 vom Typ A angelegt und ihr zugeordnet wird ein Objekt vom Typ B, ein Objekt der Klasse B. Das ist ja Polymorphie. Dann wird hier über Objekt 1 die Methode print aufgerufen. Was macht jetzt der Compiler an dieser Stelle? Der Compiler guckt an dieser Stelle nach, Object ist vom Typ A, gibt es in der Klasse A eine Methode print? Die gibt es, also ist für ihn die Sache okay. Zur Laufzeit passiert jetzt aber was anderes. Zur Laufzeit, wenn diese Anweisung hier ausgeführt wird, wird ermittelt, welches Objekt verbirgt sich denn gerade hinter Object 1? Welches Objekt ist Object 1 zugeordnet? Das ist ein B-Objekt, also ein Objekt der Klasse B. Und wenn jetzt hier die Methode print aufgerufen wird, wird automatisch die Methode print ausgeführt, die dem Objekt quasi gehört. Das heißt hier die überschriebene Methode print der Klasse B. Zur Kompilierzeit ist also relevant hier der Typ der Objektvariable. Zur Laufzeit ist relevant das Objekt, was der Variablen zugeordnet ist. Das ist dynamisches Binden. Nochmal an einem anderen Beispiel verdeutlicht.
Wir haben ja eine Funktion f, die bekommt als Parameter übergeben einen Wert oder einen objektvariablen Wert vom Typ a. Und dann wird hier aufgerufen Object Print. Wiederum, der Compiler überprüft Object, was ist das für ein Typ? Typ A. Gibt es in der Klasse A die Methode Print? Ja, das ist der Fall. Also ist für ihn die Sache okay. Und für den Compiler ist auch okay, dass ich hier F aufrufe mit einem A-Objekt und einem B-Objekt. Denn im zweiten Fall greift die Polymorphie. Schauen wir uns das alles aber mal zur Laufzeit an. Zur Laufzeit wird hier die Methode f aufgerufen, mit einem erzeugten Objekt der Klasse A. Hier wird also dieser Objektvariablen, dieses A-Objekt zugeordnet, und dann wird Object Print aufgerufen. Das heißt, hinter Object verbirgt sich jetzt ein Objekt der Klasse A. Und es wird dadurch die Methode Print der Klasse A ausgeführt. Schauen wir uns jetzt die zweite Anweisung an, den zweiten Aufruf dieser Funktion f. Jetzt wird hier ein b-Objekt erzeugt und f übergeben. Das heißt, dieser Objektvariablen wird zugeordnet ein Objekt der Klasse b. Wenn in diesem Fall jetzt Object.print ausgeführt wird, wird ermittelt, aha, hinter Object verbirgt sich ein Objekt der Klasse b. Das heißt, es wird ausgeführt die Methode print der Klasse b. Interessant an diesem Beispiel ist, dass zur Kompilierzeit unter Umständen der Compiler noch gar nicht wissen kann, welche Methode denn letztendlich zur Laufzeit tatsächlich ausgeführt wird. Nehmen wir an, jemand anderes leitet jetzt von der Klasse B eine weitere Klasse C ab und überschreibt dort wiederum die Methode print und ruft dann diese Methode auf. Dann wird hier zur Laufzeit automatisch, wenn ein C-Objekt übergeben wird, die Methode print der Klasse C aufgerufen. Zur Kompilierzeit existiert diese Klasse C unter Umständen aber noch gar nicht. Das hat was mit Erweiterbarkeit zu tun, wie wir dann hinterher auch noch an einem größeren Beispiel sehen werden. Ein weiteres Beispiel. Wir haben ja eine Klasse Grafik. Diese Klasse Grafik definiert eine Methode Draw. Da kann man sich vorstellen, dass irgendwas auf dem Bildschirm gezeichnet wird. Hier wird jetzt mal ausgegeben einfach Grafik Draw. Von der Klasse Grafik sind Klassen Rechteck und indirekt Square und Circle abgeleitet. Und alle diese Klassen überschreiben die Methode Draw. Hier wird ausgegeben Rechteck Draw, hier wird ausgegeben Square Draw und hier wird ausgegeben Circle Draw. Jetzt definieren wir eine Klasse Grafikset oder Grafikmenge. In dieser Menge können Grafikobjekte gespeichert werden, und zwar in diesem Array. Das ist ein Array mit Objektvariablen vom Typ Grafik. Im Konstruktor wird dieses Array erzeugt. Es werden hier also keine Grafikobjekte erzeugt, erinnern Sie sich, sondern es werden Objektvariablen vom Typ Grafik erzeugt. Und zwar entsprechend des übergebenen Parameters so viele. Dann gibt es hier eine Methode add. Mit dieser Methode add kann ich ein Grafikobjekt in die Menge einfügen. Und es gibt die Menge drawAll. Da wird das Array, das interne Array, durchlaufen für alle Elemente, die aktuell in dieser Grafikmenge gespeichert sind. Und es wird für alle diese Elemente die Methode draw aufgerufen. Für den Compiler, der überprüft ja, was ist sys.elemente von i für ein Typ. Der Typ ist Grafik, die Klasse Grafik besitzt eine Methode draw, also ist das okay. Jetzt habe ich hier ein kleines Testprogramm. Und in diesem Testprogramm wird hier eine Grafikmenge, ein Grafikset erzeugt. Und dann wird hier die Methode add zweimal aufgerufen. Beim ersten Mal wird ein Circle-Objekt übergeben, beim zweiten Mal ein Square-Objekt. Das geht, Circle ist von Grafik abgeleitet und Square ist von Grafik abgeleitet, also greift hier die Polymorphie. Dann wird die Methode Menge drawAll aufgerufen. Und was passiert jetzt zur Laufzeit? Zur Laufzeit
wird hier diese Schleife ausgeführt. In der Menge befinden sich zwei Objekte und für die Objekte wird die Methode draw aufgerufen. Ja, sys.element von 0 referenziert jetzt aber ein Objekt vom Typ Circle. Das heißt, wenn hier die Methode draw aufgerufen wird, wird tatsächlich die Methode draw der Klasse Circle ausgeführt. Und das erfolgt die Ausgabe CircleDraw. Beim zweiten Schleifendurchlauf, sys.elemente von 1, wird wiederum die Methode draw aufgerufen. Hinter dieser Objektvariable verbirgt sich jetzt aber ein Objekt der Klasse Square. Also wird mit draw die Methode draw der Klasse Square ausgeführt. Und das erfolgt die Ausgabe SquareDraw. Da schauen wir uns jetzt mal in Eclipse an. Hier haben wir das Beispiel, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Tatsächlich erfolgt die Ausgabe CircleDraw und SquareDraw. Und wenn ich ein weiteres Element in die Menge einfüge, beispielsweise ein Rechteckobjekt, speichere und führe aus, ja, dann erfolgt hier die dritte Ausgabe Rectangle.draw, weil in diesem Fall dann die Methode für das dritte Element hier, die Methode draw der Klasse Rechteck, Rectangle ausgeführt wird. Das ist dynamisches Binden. Jetzt müssen wir uns mal ein paar Aspekte des dynamischen Bindens genauer anschauen. Schauen wir uns zunächst Instanzmethoden nochmal zur Wiederholung an. Instanzmethoden werden in Java dynamisch gebunden. Es gibt eine Ausnahme, die wir auf der nächsten Folie uns anschauen werden. Aber in der Regel gilt, alle Instanzmethoden werden immer dynamisch gebunden. Da schauen wir uns an einem Beispiel an. Wir haben hier eine Klasse X, die definiert eine Methode print. Da wird ausgegeben in X. Das ist eine Instanzmethode. Und diese Klasse X definiert eine Methode call als Instanzmethode. Dort wird aufgerufen sys.print. Jetzt haben wir eine Klasse Y, die wird von X abgeleitet und überschreibt die Methode print. Dort wird ausgegeben in Y. Geerbt wird die Methode call, weil Y ja von X abgeleitet ist. Und jetzt gibt es ein kleines Testprogramm. In diesem Testprogramm wird ein Y-Objekt erzeugt und Y.call aufgerufen. Und die Ausgabe ist in Y. Was passiert nämlich? Beim Y.call wird die geerbte Methode call aufgerufen. Hier erfolgt ein Aufruf von sys.print. Und es wird jetzt nicht diese Methode print ausgeführt, sondern an dieser Stelle wird geguckt, was für ein Objekt verbirgt sich jetzt tatsächlich hinter sys. Und hinter sys verbirgt sich, weil hier y.call der Aufruf für y erfolgt, dahinter verbirgt sich ein y-Objekt. Das heißt, an dieser Stelle wird diese Methode print dynamisch gebunden. Und es wird tatsächlich ausgeführt, die Methode print der Klasse y. Das heißt, es erfolgt die Ausgabe in y. Private-Instanz-Methoden, das ist eine Ausnahme. Private-Instanz-Methoden werden statisch gebunden. Schauen wir uns das Beispiel, dasselbe Beispiel von eben nochmal an, mit dem einzigen Unterschied, dass hier vor das Print private geschrieben wurde. Call ist gleich, y wird von x abgeleitet, das ist alles gleich. Hier wird jetzt ein y-Objekt erzeugt und y.call aufgerufen. Das heißt, hier wird die geerbte Methode call ausgeführt und hier erfolgt jetzt ein Aufruf von sys.print. Und an dieser Stelle erfolgt jetzt das statische Binden. Hier hat bereits der Compiler zur Kompilierzeit festgelegt, dass immer diese Methode ausgeführt wird. Dadurch, dass hier das Schlüsselwort private vorgeschrieben wurde. Das heißt, hier ist es nicht so, dass diese Methode ausgeführt wird, weil bereits der Compiler gesagt hat, aha, print ist private, führe immer diese Methode aus. Das heißt, in diesem Fall, y.call
erfolgt die Ausgabe in X. Private-Instanz-Methoden werden statisch gebunden. Genauso werden Klassenmethoden statisch gebunden. Wieder dasselbe Beispiel, nur in diesem Fall wird die Methode print als Klassenmethode definiert. Hier ist die Methode call, die ruft jetzt sys.print auf. Normalerweise ruft man ja Klassenmethoden auf über Klassennamen.print-Methodennamen, aber das erlaubt Java auch, man kann auch hier sys.print aufrufen in entsprechenden Instanzmethoden. Aber auch hier wird statisch gebunden, das heißt, an dieser Stelle, wenn die Klasse X kompiliert wird, legt der Compiler schon fest, an dieser Stelle, wenn diese Methode aufgerufen wird, wird immer diese Methode ausgeführt. Jetzt gibt es hier eine Klasse Y, die überschreibt die Methode print und erbt die Methode call. Und hier ist wieder unser Hauptprogramm. Es wird jetzt ein Y-Objekt erzeugt und für Y-Call aufgerufen. Das heißt, diese Methode, die geerbte Methode, wird ausgeführt. Es erfolgt ein Aufruf von sys.print. Und hier hat ja der Compiler schon festgelegt, aha, führe diese Methode aus. Das heißt, die Ausgabe, die auf dem Bildschirm erscheint, ist in X. Attribute, dynamisches Binden, gilt nur für Methoden, nicht für Attribute. Auch das schauen wir uns an einem Beispiel an. Wir haben ja eine Klasse X, die definiert ein Attribut I und eine Methode F. Wir leiten von X eine Klasse Y ab, die definiert ein weiteres Attribut I, das I wird ja geerbt, und überschreibt die Methode F. F wird dynamisch gebunden. Jetzt haben wir ein Programm. In diesem Programm wird eine Objektvariable vom Typ X angelegt und ihr zugeordnet ein Objekt vom Typ Y. Wenn ich jetzt obj.f aufrufe, wird dynamisch gebunden. Zur Laufzeit wird an dieser Stelle halt ermittelt, was verbirgt sich hinter obj für ein Objekt. Das ist ein Objekt der Klasse Y, also wird die Methode f der Klasse Y ausgeführt. Attribute werden statisch gebunden. An dieser Stelle, jetzt erfolgt hier mal ein Zugriff auf das Attribut i, an dieser Stelle ermittelt der Compiler, aha, obj ist vom Typ x, und wenn ich jetzt obj.i mache, verändere ich damit das Attribut i der Klasse x, das heißt das geerbte Attribut i. Das wird auf 3 gesetzt. Es erfolgt also ein Zugriff auf das Attribut i der Klasse x. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich dieses andere Attribut i zugreifen? Ja, das geht in diesem Fall beispielsweise mit Hilfe eines Typecast. Wenn ich obj versehe mit einem Typecast auf y, dann nimmt der Compiler an, jetzt habe ich eine Objektvariable, einen Wert, Objektvariablenwert vom Typ y. Und wenn ich jetzt Punkt i mache, dann ordnet er das diesem i der Klasse y zu. Und in dem Fall wird dieses i mit dem Wert 5 versehen. Zugriff auf Attribut i der Klasse y. Fassen wir nochmal die Vorteile der Polymorphie in Verbindung mit dem dynamischen Binden von Methoden zusammen. Der größte Vorteil ist die Erweiterbarkeit existierender Programme, existierender Klassen, ohne Quellcode-Änderungen vornehmen zu müssen. Schauen wir uns dazu nochmal das Beispiel mit der Klasse Grafik und den abgeleiteten Klassen Rectangle, Circle und so weiter an. Wir könnten im Prinzip definieren, eine Funktion bearbeite, die bekommt übergeben ein Grafikobjekt und innerhalb dieser Funktion wird aufgerufen für obj die Methode draw. Wir können das kompilieren in unserem Programm und können das dann einsetzen. Diese Methode bearbeite ist aber auch einsetzbar für später definierte Grafikklassen, unter Umständen für Klassen, die nach der Kompilation dieser Methode erst definiert werden. Wir haben das beispielsweise jetzt kompiliert und leiten von der Klasse Grafik eine Klasse Polygon oder so ab und überschreiben dort die Methode draw.
Für Objekte dieser Klasse Polygon können wir jetzt Bearbeiter aufrufen, oder wir können genauer gesagt Bearbeiter aufrufen und ein Objekt der Klasse Polygon übergeben. Und wenn dann zur Laufzeit an dieser Stelle aufgerufen wird die Methode draw, für das Objekt wird tatsächlich die Methode draw der Klasse Polygon ausgeführt. Das heißt, eine Methode wird ausgeführt, die zur Kompilierzeit dieser Funktion noch überhaupt nicht existierte. Das ist Erweiterbarkeit ohne Quellcodeänderung. Das heißt, das hier kann man wiederverwenden für erweiterte Klassen, ohne entsprechend neu kompilieren zu müssen und ohne irgendwelche Änderungen vornehmen zu müssen. Dieser Vorteil wird auch deutlich an dem Beispiel Tic-Tac-Toe, ein Beispiel, was wir ja schon aus einer vorhergehenden Unterrichtseinheit kennen. Dieses Programm, was wir dort geschrieben hatten, erlaubte es zwei menschlichen Spielern gegeneinander Tic-Tac-Toe zu spielen. Und wir werden es jetzt erweitern um eine Klasse, die es ermöglicht, dass nicht nur menschliche Spieler gegeneinander Tic-Tac-Toe spielen, sondern Menschen gegen intelligente, quasi intelligente Programme. Wir werden kaum Änderungen durchführen müssen am existierenden Programm. Das war hier zur Wiederholung nochmal das UML-Klassendiagramm. Es gab also ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Das Spiel besteht aus einem Brett mit Figuren, Kreisen und Kreuzen. Es gibt Spieler, es gibt Regeln und es gibt Spielzüge. Interessant ist jetzt hier der Spieler. Das war ja ein menschlicher Spieler. Und es gab diese Methode liefere nächsten Spielzug, in der der Benutzer aufgefordert wurde, den nächsten Spielzug einzugeben. Und wir werden jetzt von dieser Klasse Spieler eine Klasse Tic-Tac-Toe-Programm ableiten. Das symbolisiert dieser Pfeil in der UML-Notation. Und diese Methode überschreiben und innerhalb dieser überschriebenen Methode eine intelligente Spielstrategie entwickeln. Bevor wir uns den Quellcode anschauen, aber nochmal das Beispiel. Hier haben wir unser Tic-Tac-Toe Spiel. Hier werden zwei menschliche Spieler erzeugt. Und jetzt führen wir es einfach mal aus. Spieler A ist an der Reihe und gibt als ersten Zug beispielsweise 0-0 ein. Dann ist Spieler B an der Reihe und gibt ein 0-1. Dann ist Spieler A an der Reihe, gibt ein 1-1. Spieler B pennt, gibt ein 0-2. Ja, und jetzt kann Spieler A eine Dreierreihe bilden und hat damit gewonnen. Das war das Tic-Tac-Toe-Spiel. Gucken wir uns jetzt mal nochmal die Implementierung an. Es gab die Klassen Brett, Figur, Spielzug, Regeln. Die sind nahezu so geblieben, wie wir sie damals implementiert haben. Und es gibt hier die Klasse Tic-Tac-Toe-Spieler. Mit Attributen ist Spieler A und Gegner. Initialisiert wird ein Tic-Tac-Toe-Spieler mit der Information, ob es sich um Spieler A oder B handelt. Über diese Methode kann der Gegner gesetzt werden. Über diese Methode ist Spieler A, kann abgefragt werden, ob es sich um Spieler A oder B handelt. Interessant wird jetzt sein, diese Methode liefere nächsten Spielzug. Da wird der letzte Zug des Gegners übergeben und innerhalb dieser Methode muss der nächste Spielzug ermittelt werden. Tic-Tac-Toe-Spieler, das war ja ein menschlicher Spieler, bei dieser Klasse ist diese Methode so realisiert, dass der Benutzer aufgefordert wird, Zeile und Spalte des nächsten Spielzugs einzugeben und dann wird ein Spielzugobjekt erzeugt und zurückgeliefert. Dann gibt es diese Klasse Tic-Tac-Toe-Spiel, die wird initialisiert mit den beiden Spielern, die das Spiel spielen sollen, mit dem Spielbrett und den Spielregeln. Dann gibt es die Methode Spielen. Damit kann man jetzt ein hiermit initialisiertes Spiel spielen. Da wird das Spielbrett ausgegeben. Es beginnt Spieler A. Der erste aktuelle Spieler ist Spieler A. Und dann wird in dieser Schleife so lange abwechselnd gezogen, bis das Spiel beendet ist. Es wird also ausgegeben, ob es sich um Spieler A handelt oder Spieler B, der am Zug ist. Und dann wird hier die Methode für den aktuellen Spieler, wird hier die Methode liefere nächsten Spielzug aufgerufen.
wenn der Spieler sich nicht an die Regeln gehalten hat, hat er verloren. Ansonsten wird der Spielzug ausgeführt auf dem gemeinsamen Spielbrett und das wird wieder ausgegeben. Und dann erfolgt hier ein Spielerwechsel. Wenn das Spiel beendet ist, wird der Sieger bekannt gegeben. An dieser Stelle werden wir gleich nochmal zurückkommen. Und hier ist jetzt mal der Start des Tic-Tac-Toe-Spiels. Da werden zwei Spieler erzeugt, A-Spieler, B-Spieler. Die Gegner werden gesetzt, es wird das Spielbrett erzeugt, die Regeln und das Spiel wird initialisiert mit den Spielern, dem Brett und den Regeln und es wird gespielt. Das ist ja das, was wir gerade uns in Eclipse auch angeschaut haben. So, jetzt wollen wir ermöglichen, dass nicht nur menschliche Spieler gegeneinander Tic-Tac-Toe spielen sollen, sondern auch Menschen gegen mehr oder weniger intelligente Programme, die Tic-Tac-Toe spielen. Alles, was wir dazu machen müssen, ist, von der Klasse Tic-Tac-Toe-Spieler eine neue Klasse Tic-Tac-Toe-Programm abzuleiten. Und wir schauen uns hier mal die Implementierung an. Hier wird die Information übergeben, ob das Programm Spieler A oder Spieler B ist. Und jetzt wird hier, das ist implementierungstechnisch bedingt, ein neues Brett erzeugt und neue Regeln. Wir können uns vorstellen, dieses Programm hat ein eigenes Spielbrett und ja, es agiert natürlich mit den Tic-Tac-Toe-Regeln, die auf diesem Brett die Gültigkeit beispielsweise von Spielzügen überprüfen. Interessant ist jetzt hier das Überschreiben dieser Methode liefere nächsten Spielzug. Die wird ja von Tic-Tac-Toe-Spieler geerbt, aber überschrieben. Und zwar wird in dieser Methode jetzt die Spielstrategie implementiert. Gleich vorweg, diese Spielstrategie, die hier implementiert wird, ist nicht besonders intelligent. Es wird nämlich immer der nächstmögliche Zug gemäß Reihe Spalte genommen. Also steckt keine Intelligenz hinter. Soll ja auch nur verdeutlichen, dass es prinzipiell möglich ist, dass man entsprechende Programme entwickeln kann. Und wir werden hinterher sehen, dass es sehr einfach ist, das existierende Programm, Tic-Tac-Toe-Programm zu nutzen, das Tic-Tac-Toe-Spielprogramm zu nutzen und entsprechend um dieses Programm zu erweitern. Schauen wir uns aber kurz mal die Implementierung an. Hier wird der Gegnerzug übergeben. Wenn das nicht der Anfangszug ist, wird der Letztzug des Gegners auf dem eigenen Spielbrett nachgehalten. Und dann wird der nächste eigene Spielzug ermittelt. Wie gesagt, eine sehr einfache, schlechte Spielstrategie, wie wir noch sehen werden. Da werden einfach die Zeilen und Spalten durchlaufen und es wird jeweils überprüft, ob der entsprechende Spielzug okay ist oder nicht. Und wenn der erste gültige Spielzug gefunden wurde, dann wird er auf dem eigenen Spielbrett ausgeführt und der Zug wird zurückgegeben. Die einzige Stelle, an der wir unser bisheriges Programm ändern müssen, ist jetzt hier dieses Hauptprogramm. An dieser Stelle müssen wir TTT-Spieler durch TTT-Programm ersetzen. Dann spielt ein menschlicher Spieler als Spieler A und unser Programm, gerade geschriebenes Programm, als Spieler B. Alles andere bleibt gleich. Wir müssen an keiner Stelle unserer Klassen Spielbrett, Spielregeln, TTT, Spiel und so weiter irgendwas ändern. Nur in diesem Hauptprogramm muss an dieser Stelle was geändert werden. Das hat natürlich ist natürlich auch eine Quellcode-Änderung. Später nutzt man dazu das sogenannte Factory Pattern, was auch diese Änderung irgendwie noch wieder kapselt und an eine andere Stelle auslagert. Aber das werden wir später kennenlernen. Diese einzige Quellcode-Änderung ist in unserem Fall noch notwendig. Aber alles andere kann so bleiben. Ja, hier wird nämlich jetzt die Polymorphie ausgenutzt, weil ja die Klasse TTT-Programm von TTT-Spieler abgeleitet ist. Es werden die Gegner gesetzt, das Spielbrett erzeugt die Regeln und das Spiel wird hier initialisiert und gespielt. Ja, und wir schauen uns mal an, wie das denn alles genau funktioniert. Diese Methode haben wir uns ja gerade angeschaut, das ist die Methode Spielen, der klassische Tic-Tac-Toe-Spiel.
Und hier ist jetzt, oder hier kommt jetzt das dynamische Binden ins Spiel. Denn hinter Aktspieler verbirgt sich ja entweder Spieler A oder Spieler B. Wenn sich dahinter Spieler A verbirgt, das war ja der menschliche Spieler, das heißt das Objekt der Klasse TTT-Spieler, dann wird hier die Methode liefere nächsten Spielzug der Klasse TTT-Spieler ausgeführt und der Nutzer wird gefragt nach dem nächsten Spielzug. Dann ist da mal Spielerwechsel. Und der nächste aktuelle Spieler ist Spieler B. Hinter Spieler B verbirgt sich jetzt aber ein Objekt der Klasse TTT-Programm. Und an dieser Stelle wird im zweiten Durchlauf liefere nächsten Spielzug der Klasse TTT-Programm tatsächlich aufgerufen und ausgeführt. Und dann wird entsprechend unserer Spielstrategie von unserem Programm der nächste Spielzug ermittelt. Schauen wir uns das mal nochmal in Eclipse an. Die einzige Änderung, die wir vornehmen müssen, ist diese. Hier setzen wir jetzt mal ein Programm. Speichern ab und führen aus. Spieler A ist der menschliche Spieler, der gibt jetzt mal seinen ersten Spielzug ein. Und ja, Spieler B war am Zug. Das Programm ist natürlich recht schnell. Und der nächste, es werden ja die Zeilen und Spalten jeweils durchsucht, der nächste legale Spielzug war an dieser Stelle. Deswegen hat unser Programm an dieser Stelle seinen Kreis gesetzt. Spieler A ist wieder dran. Setze jetzt mal 1. 1. Und Spieler B war schon am Zug und hat wieder die nächsten freie Stelle, das ist hier genutzt, um dort seinen Kreis zu platzieren. Er ist also wenig intelligent, denn jetzt hat Spieler A gewonnen. Weil Spieler A hier diese Dreierreihe bekommen. Was wir auch machen können ist, wir können jetzt auch mal zwei Programme gegeneinander spielen lassen. Wir erzeugen jetzt zwei Objekte von TTT-Programm. Das heißt, beide Programme nutzen aber dieselbe schlechte Spielstrategie. Trotzdem ist das möglich. Wir lassen das mal laufen. Das ist jetzt natürlich ruckzuck durchgelaufen. Schauen uns mal an, was passiert ist. Zunächst ist das Brett leer, dann kommt Spieler A dran. Die erste mögliche Stelle ist hier. Dann kommt Spieler B, platziert es hier hinter. Spieler A platziert sein Kreuz wieder dahinter. Spieler B hierhin. Spieler A dahin. Spieler B platziert seinen Kreis dahin. Und Spieler A platziert sein nächstes Kreuz an diese Stelle und hat tatsächlich gewonnen, weil hier eine Dreierreihe gebildet wurde. Wir haben also gesehen, das Tic-Tac-Toe-Spiel, das ursprüngliche Tic-Tac-Toe-Spiel, ist ganz einfach erweiterbar, ohne bis auf diese eine Stelle irgendwelche Änderungen vornehmen zu müssen und funktioniert auch für Programme, die Tic-Tac-Toe spielen können. Wir mussten einfach von der Klasse Tic-Tac-Toe-Spieler eine Klasse Tic-Tac-Toe-Programm ableiten und die Methode liefere nächsten Spielzug überschreiben. Und dann wird an dieser Stelle hier dynamisch gebunden. Fassen wir diese Unterrichtseinheit nochmal zusammen. Polymorphie, das haben wir in der Unterrichtseinheit 31 kennengelernt, ist die Fähigkeit einer Objektvariablen vom Typ T1 auf Objekte von Klassen eines anderen Typs T2 verweisen zu können. Wobei in Java T2 Unterklasse von T1 sein muss. Was bedeutet statisches Binden von Methoden? Bereits zur Kompilierzeit steht fest, welche Methode ausgeführt wird. In Java werden Klassenmethoden und private Instanzmethoden immer statisch gebunden. Was bedeutet dynamisches Binden? Erst zur Laufzeit wird ermittelt, welche Methode tatsächlich ausgeführt wird. Dynamisch gebunden werden in Java alle nicht privaten Instanzmethoden. Und zwar gilt, beim Aufruf einer nicht private Instanzmethode über eine Objektvariable wird zur Laufzeit tatsächlich diejenige Methode ausgeführt, die der Klasse
des referenzierten Objektes zugeordnet ist. Der Vorteil des dynamischen Bindens, und das haben wir sehr schön an dem Tic-Tac-Toe-Programm gesehen, ist die einfache Erweiterbarkeit von Programmen, ohne Quellcode-Änderungen vornehmen zu müssen. In den nächsten Unterrichtseinheiten werden wir uns mit abstrakten Klassen und Interfaces beschäftigen. Und in diesen Unterrichtseinheiten wird das Prinzip der Polymorphie und des dynamischen Bindens weiter verdeutlicht und natürlich auch weiter genutzt.